Ein frohes neues Jahr wünschen Stefan Ilshöfer, Kevin Ney und der ganze Gladiators Trier e.V. Wir beginnen unsere Sendung wie immer mit den Spielen im Nachwuchsbereich. Da lag jetzt ja, die Weihnachtspause hinter uns. Das heißt, ganz viel Training, wenige Spiele. Kevin, du kannst ja mal erzählen, wie bei all deinen Teams die Trainingszeit in den letzten 2, 3 Wochen verlief. Ja, also kurz vor Weihnachten und die Zeit, die ersten beiden Weihnachtsfeiertage, haben die Jungs mal frei bekommen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Jungs auch mal durchatmen können, die ja sowieso schon einen stressigen Tag haben oder einen stressigen Ablauf haben, Schule, trainieren, lernen und so weiter. Haben die eine Woche frei bekommen, dann haben wir zwischen Weihnachten und Silvester wieder trainiert, zweimal am Tag. Und ja, jetzt sind wir wieder ganz regulär ins Training eingestiegen und ja, geben schon wieder Vollgas im Training. Wunderbar. Das Regionalliga-Team hat noch eine Woche Pause, aber die Nachwuchs-Bundesligisten starten am Sonntag wieder. Für die Gladiators U16 geht's nach Bamberg. Und ja, was erwartet euch da? Genau, also ja, wir fahren bereits samstags nach Bamberg, weil es doch eine lange Anreise ist und da wir relativ früh am Mittag spielen, damit die Jungs ausgeschlafen ins Spiel starten können. Bamberg hat drei sehr gute, sehr große Guards, die auch viele Rebounds kriegen und auch sehr gut scoren können, sowohl aus dem Drive als auch von der Dreierlinie werfen können. Und da werden wir versuchen, die drei Guards in den Griff zu kriegen. Aber da bin ich zuversichtlich, so wie ich die Trainingswoche jetzt oder die Trainingstage einschätzen konnte, denke ich, haben wir wirklich defensiv sehr, sehr gut gearbeitet. Für die U19 geht es nach Heidelberg. Erzähl mal ein bisschen über dieses Team. Ja, gegen Heidelberg hatten wir in der Hinrunde unser bestes Spiel. Das haben wir nur ganz, ganz knapp in der letzten Sekunde oder in den letzten Sekunden verloren mit 2 Punkten. Da bin ich auch zuversichtlich, dass wir da wieder ein sehr, sehr gutes Spiel abliefern werden. Ich bin mir sicher, dass Heidelberg ein Team ist, das uns sehr gut liegt, gegen das wir sehr gut spielen können, wo wir unsere Offensive schön durchlaufen können, wo wir Markus im Post sehr schön anspielen können, wo wir aber auch dann unsere Freiheiten haben können oder unsere Drives zum Korb nutzen können von den Guards, wo wir wahrscheinlich auch gut Pick and Roll spielen können. Das werden wir sehen, wie wir das Ganze umsetzen können gegen Heidelberg. Auf jeden Fall viel Erfolg bei diesen beiden Auswärtsspielen. Stefan Ilshöfer ist heute hier von den Römerstrom Gladiators und über die wollen wir jetzt reden. Ja, erstmal herzlich willkommen und wie geht's dir? Hi. Mir geht's eigentlich ganz gut soweit, danke. Ja, das letzte Spiel am Samstagabend in Karlsruhe. Bevor du deine Einschätzung mit uns teilst, gucken wir mal in die besten Szenen rein. Wenn ihr uns immer noch sehen könnt, seid ihr bei YouTube. Da gibt es die Szenen nicht zu sehen, wie immer bei AirTango. Einfach selbst googeln. Wir machen weiter mit dem Interview. Ja, Karlsruhe, das war ein, ja, ein ziemliches deutliches Spiel zu euren Ungunsten. Woran lag es aus deiner Sicht? Ja, also erstmal, es war eine sehr bittere Niederlage, sehr deutliche Niederlage. Wir hatten das uns natürlich ganz anders vorgestellt. Ich denke, es lag daran, dass Karlsruhe, auch wenn sie unten in der Tabelle angesiedelt sind, zurzeit, ein sehr starkes Team ist, wie in der ganzen Liga. Wenn man, egal gegen welches Team, 5% weniger gibt, wird man verlieren in der starken Pro A. Und Karlsruhe hat ein sehr athletisches Team gehabt und da hatten wir unsere Probleme. Vor allem in der Defensive hat man es, glaube ich, sehr deutlich gesehen, dass wir nicht mit den athletischen Guards mithalten konnten. Wir wurden zu einfach geschlagen, zu früh. Und dadurch waren die ganzen Rotationswege einfach viel zu lang und Karlsruhe hat von Anfang an sehr freie Würfe, freie Korbleger bekommen. Und dadurch steigt dann natürlich das Selbstvertrauen von jedem Einzelnen. Und dadurch hat Karlsruhe dann auch die schwierigen Würfe irgendwann getroffen. Und ja, wir sind dann leider dem Rückstand nur hinterhergelaufen. Was ich ganz interessant fand, ich habe gedacht, nach der ersten Halbzeit wird vielleicht irgendwie ja, in der Pause mal der Ton ein bisschen schärfer und ihr besinnt euch dann nochmal drauf zu kämpfen. Aber das ist nicht so richtig gelungen. Also ihr seid ja schon mit einem ziemlichen Rückstand in die Pause und habt dann im dritten Viertel aber auch wieder ja, 27, 28 Punkte kassiert, glaube ich. Also auf jeden Fall eher zu viel. Kannst du mal berichten, was da, wie das in der Halbzeitpause so läuft und wie das
Teamgefüge funktionieren. Genau wie du es jetzt eigentlich beschrieben hast, das haben wir uns eigentlich auch vorgenommen, dass so ein Ruck durch die Mannschaft geht. Und wir waren alle, Christian hat uns eingeschworen nochmal, und wir waren alle nochmal, wir fünf, die nochmal gestartet sind in der zweiten Halbzeit, haben uns auch nochmal eingeschworen, so, wir achten jetzt vor allem auf die Verteidigung und egal was passiert, wir geben jetzt nochmal 100%, um wenigstens den Abstand ein bisschen zu verkürzen. Und dann, ich glaube, die ersten zwei Verteidigungspositionen waren sehr gut. Wir hatten einen Steal und einen Stop, glaube ich, haben aber dann leider den Ball einfach weggeschmissen. Und dann kam das eine zum anderen. Wir haben wieder Offensiv-Rebounds abgegeben. Ich glaube, viele End-Ones in der Zeit abgegeben. Und das zerstört natürlich dann wieder dieses Aufputschende, dieses Miteinander. Da haben die positiven Ereignisse leider gefehlt in der Phase. Ja, damit ist die sehr, sehr starke Siegesserie jetzt beendet. 6 Siege waren das nun insgesamt. Jetzt können wir ein bisschen drauf zurückschauen. Was hat euch denn in der Zeit so stark gemacht? Ich glaube, das, was ich am Anfang angesprochen habe, was jetzt gegen Karlsruhe gefehlt hat, diese defensive Leistung. Wir haben viele Spiele von der Siegesserie über die Verteidigung gewonnen. Natürlich sind wir auch durch die Verteidigung in der Offensive immer mehr zum Rollen gekommen. Aber dieses Miteinander verteidigen, miteinander nach vorne gehen, früh auf den Gegner pressen, das hat uns ausgemacht und genau das hat eben gegen Karlsruhe leider nicht funktioniert. Aber die Devise ist, es kommen wieder Spiele und da wollen wir es natürlich genauso machen. Wieder dieses Miteinandergefühl und nicht jeder kämpft für sich alleine, sondern wieder dieses Teamgefüge finden. Das klingt gut. Ja, du hast persönlich auch einige sehr gute Spiele gemacht in den letzten Wochen. Wie siehst du deine Entwicklung in dieser Zeit? Ja, natürlich. Also so eine Siegesserie, das macht ja auch mit jedem Einzelnen was. Ich glaube, du gehst in jedes Spiel dann mit mehr Selbstvertrauen rein. Nach jedem Sieg fühlst du dich besser und ja, man kommt in so einen Flow. Und ich glaube, ja, ich kann auch Spiele gut spielen, auch wenn ich offensiv vielleicht nicht so viel mache, glaube ich. Aber jetzt die letzten Spiele hat es auch offensiv ganz gut geklappt. Und ich merke auch, wie das Team mir immer mehr vertraut in der Offensive. Und natürlich, das muss man dann so beibehalten, auch wenn man einmal verloren hat. Ja. Und Christian sagt mir da auch immer wieder, dass ich immer aggressiv bleiben soll und ja, immer wieder zum Korb gehen soll. Und ja, muss einfach immer dranbleiben. Okay. Das nächste Spiel ist schon am Freitagabend gegen Ehingen Urspring. Kannst du uns schon ein bisschen was zu dem Spiel sagen? Wir haben uns gestern im Training erstmal nur mit uns beschäftigt. Heute werden wir dann mit Ehingen anfangen. Aber wir wissen, dass Ehingen auch unten in der Tabelle angesiedelt ist, so wie Karlsruhe. Und solche Teams darf man auf keinen Fall unterschätzen in der Pro A. Ich denke, sie sind ein sehr junges Team, ein sehr hungriges Team. Und werden natürlich alles in die Waagschale werfen, auch in Trier zu gewinnen. Aber es geht natürlich, das Spiel jetzt gegen Karlsruhe wieder wegzumachen, den Fans Entschädigung leisten und ja, wieder zu Hause in Trier ein gutes Spiel liefern. Ja, das war's schon an Fragen. Wenn ihr mehr von Stefan Ilzhöfer wissen wollt, dann kommt doch am besten am Donnerstagabend 19 Uhr zum Mitgliedertreffen. Das gilt besonders für die Mitglieder. Wenn ihr noch kein Mitglied seid, könnt ihr das online gerne werden. Das sind nur 5 € im Monat und ihr unterstützt damit die Nachwuchsarbeit und dürft dafür zu so tollen Veranstaltungen kommen wie dem Mitgliedertreffen am Donnerstagabend. Ja, dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen, bei euch beiden fürs Hiersein. Wünschen euch eine schöne Woche und sehen uns wieder am nächsten Mittwoch. Ciao. Tschüss.